Fettige Haut, wirklich ein leidiges Thema. Ich habe sie auch und ich werde euch in diesem Video sagen, was du bei fettiger Haut tun kannst. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über das leidige Thema fettige, speckige Haut. Fangen wir gleich mit der Wahrheit an. Du wirst deine Haut nicht ändern können. Fettige Haut hat was mit den Talgdrüsen zu tun, ist was erblich bedingtes und kann verstärkt werden, beispielsweise hormonell bedingt. Ich habe die Pille abgesetzt und hatte dann so richtig fettige Haut. Ich werde dir in diesem Video nicht sagen können, wie du deine fettige Haut wegbekommst. Das fängt alles hier mit Akzeptieren an. Also man kann seine Haut einfach nicht ändern. Wusste ich lange nicht. Also ich habe ganz, ganz lange meine Haut ausgetrocknet, bin mit Alkohol wirklich richtig ätzende Sachen an meine Haut rangegangen und das ist kontraproduktiv. Deine Haut wird nachfetten. Und das besprechen wir heute. Ich habe dir eine kleine Playlist hier zusammengestellt bei fettiger Haut. Da guckst du am besten mal rein. Da habe ich bereits schon Videos zum Thema gemacht. Wie gesagt, meine Haut ist eben auch fettig. Und wir fangen bei der Reinigung an. Ich habe früher immer mit Seife meine Haut gereinigt. Was nicht gut ist, gerade wenn du fettige Haut hast. Allgemein, Seife im Gesicht ist allgemein nicht gut. Ich musste das auch erstmal kapieren, weil es ist nachhaltig, das ist definitiv so. Aber es spielt überhaupt keine Rolle, was in der Seife drin ist, ob die mit Kräuter ist, ob die mit Ziegenmilch ist, ob die mit Olivenöl ist, ob die mit Schwarzkümmel ist, ob die mit Biotonerde ist. Egal. Es hängt an der Zusammensetzung von der Seife. Und zwar ist deine Haut sauer, die Seife macht aber basisch. Und genau diese Kombination triggert gerade die Talgdrüsen noch mehr Fett zu absorbieren. Und es hat tatsächlich bei mir geholfen, als ich angefangen habe, aufzuhören oder fast aufzuhören mit Seife zu reinigen. Ich mache es immer noch an zwei Tagen einmal, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und es ist auch so, wenn du anfängst, dir die Seife abzugewöhnen, mach das Schritt für Schritt. Ich kann dir nicht empfehlen, bam, gleich nur mit Öl zum Beispiel zu reinigen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich meine Haut fand das irgendwie, die musste sich umstellen. Ich habe so die 2, 3 Pickel bekommen, ja, aber dann ging das ganz gut. Also das Reinigen mit harschen Mitteln ist nicht gut. Wenn du nach deiner Reinigung merkst, dass deine Haut spannt, dann bist du zu harsch zu deiner Haut gewesen. Das darf nicht sein. Wenn deine Haut sich trocken anfühlt, dann fettet deine Haut umso mehr nach. Also ist das kontraproduktiv. Gewöhnen dir einfach an, diesen Gedanken abzulegen, dass du deine Haut entfetten möchtest. Ich wollte das immer. Ich habe Gesichtswasser mit Alkohol verwendet. Ich habe Waschgels verwendet. Ich wollte das so trocken wie möglich haben. Und das ist mir einfach unverständlich gewesen, warum ich das nicht machen darf. Aber das ist eben dieser Rückfettungsprozess, den die Haut einfach macht, wenn sie ausgetrocknet wird. Also keine Seife, keine harschen Waschgels. Wenn du ein Waschgel verwenden möchtest, verwende ein Waschgel, das mild formuliert ist. Also wo keine Duftstoffe, kein Alkohol etc. enthalten ist. Duftstoffe sind nämlich triggernd für die Talgdrüsen und das wirkt auch kontraproduktiv. Genauso Alkohol. Nicht jeder Alkohol ist gleich, lest dich da ein bisschen in das Thema ein, aber herkömmlicher Alkohol, den findest du meistens immer weiter oben in der Inhaltsliste. Der darf natürlich nicht in deinem Produkt sein und kauf daher auch Produkte, die ohne Alkohol auskommen. Ich reinige mein Gesicht auf 2 verschiedene Art und Weisen. Du findest ein Video dazu unter dem i in der Playlist. Zum einen mache ich die Ölreinigung. Das ist Mandelöl kaltgepresstes und kaltgepresstes Rizinusöl. Kannst du bestellen, kannst du dir aber auch in der Apotheke kaufen. Hat jede Apotheke vor Ort. Und da mische ich mir eine Mischung zusammen und reinige damit mein Gesicht und achte natürlich darauf, dass das Öl wieder runterkommt. Das ist wichtig, weil sonst verstopfen deine Poren.
Anfänglich war das natürlich für meine Haut schon wieder eine Ungewöhnung. Ich habe den einen oder anderen Pickel eben bekommen, aber das hat ganz schnell aufgehört. Du siehst, da ist jetzt nichts mehr. Aber ab und zu habe ich natürlich auch den einen oder anderen Pickel, weil das gehört einfach zu unserer Haut. Also wir können unsere Haut, so wie sie ist, einfach nicht ändern. Also das ist zum einen die Ölreinigung. Im Video unter dem i erkläre ich ein bisschen mehr zur Ölreinigung. Dann verwende ich ebenfalls einen Cream Cleanser. Auch wenn ich kein Make-up drauf habe, geht das wunderbar. Da ist Vitamin C mit drin und Milchsäure. Milchsäure wirkt auf eure Hautschuppen sozusagen. Also es ist eine Art Peeling, aber kein mechanisches Peeling. Und da musste ich mich auch erstmal gewöhnen, weil ich war das Schäumen gewöhnt. Ich finde das immer noch so ein bisschen seltsam für mich, mich irgendwie mit einer Lotion-artigen Substanz einzukriegen und das soll dann irgendwie sauber machen. Aber es ist sauber. Wenn du das dann runter machst, dazu habe ich auch ein Video, guck unter dem i, wenn du das runter machst, hast du so ein richtig pralles Gefühl. Deine Haut ist nicht ausgetrocknet zum ersten Mal, sie spannt nicht, sie ist aber sauber. Sie ist tatsächlich sauber. Lasst uns über Säuren sprechen. Säuren sind was Wunderbares für die Haut. Ich habe ja schon gesagt, Haut ist ja auch sauer. Und mit diesen Säuren kannst du deine Hautschuppen abtragen. Ihr seht ja immer so einen leichten Glow bei mir auf der Haut. Und das kommt davon, weil ich eben Milchsäure verwende. Und das ist einmal hier enthalten, das habe ich ja schon gesagt, und einmal hier ist er auch drin. Und man muss natürlich vorsichtig sein, wenn man so Säuren zum ersten Mal anwendet, vertragt man das. Also man muss sich langsam dran gewöhnen. Manchmal ist es so, dass man nur einmal pro Woche so ein Serum oder so ein Produkt auftragen kann und sich langsam steigern muss. Ganz wichtig, wenn du solche Produkte verwendest, musst du eine milde Reinigung machen. Deine Haut verzeiht dir das nicht, wenn du mit harschen Mitteln an deine Haut rangehst und dann zusätzlich noch Säuren verwendest. Also Ölreinigung, sanft formuliertes Waschgel beispielsweise. Aber die Ölreinigung ist am allerbesten, kann ich dir an der Stelle sagen. Oder eben sowas hier. Damit habe ich sozusagen eins mit dem anderen kombiniert, was gar nicht schlecht ist. Und wenn du die Säuren auf der Haut verwendest, ob das jetzt AHA, BHA oder PHA ist, dann musst du Sonnenschutz tragen. Der Sonnenschutz ist nicht nur da, um sich von der UVB-Strahlung zu schützen, also keinen Sonnenbrand zu bekommen, sondern UVA-Strahlung macht uns alt. Es gibt ein ganz berühmtes Bild. Ich verlinke das mal im ersten Kommentar. Das hat mich echt auch überzeugt. Ein ganz berühmtes Bild von einem Trucker, der sich nie eingecremt hat. Und man sieht direkt die eine Seite, die ständig der Sonne oder dem Licht ausgesetzt war, wie alt die geworden ist. Und durch die Scheibe, wo er halt immer gesessen ist, hat sich das halt extrem verstärkt. Ich trage einen Sonnenschutz, der ist tatsächlich Naturkosmetik. Ich habe da tatsächlich was gefunden, ohne Mikroplastik, ohne Duftstoffe. Das kann ich auch auf den Lippen auftragen. Der ist so großartig. Gibt es bei EcoVerde. Dazu werde ich aber auf jeden Fall noch ein Video machen. Ich habe die erste Packung schon fast leer. Und keine Angst, das ist Lichtschutzfaktor 50. Um die volle Leistung haben zu wollen, müsstest du 1 Gramm auftragen. Schaffe ich meistens nicht, weil die Creme noch ein bisschen reichhaltiger ist. Ich verwende daher keine Tagescreme mehr. Also ich verwende nur noch das. Und wie schon erwähnt, ich kann den auf den Lippen auftragen. Das ist einfach richtig gutes Zeug. Also denk daran, wenn du mit Säuren an deine Haut rangehst, musst du Sonnenschutz tragen. Den solltest du so oder so tragen, weil Sonnenschutz ist nicht nur für die UVA-Strahlung da, nicht nur für die UVB-Strahlung da, sondern auch für die UVA-Strahlung. Ich bringe das immer durcheinander. Ganz, 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 ganz wichtig. Und UVA-Strahlung ist immer da. Und wenn du Säuren an deine Haut ranlässt und keinen Sonnenschutz trägst, verstärkst du dein Hautkrebsrisiko immens. Lasst uns über Treatments sprechen. Da gibt es ja etliche. Ich habe jetzt Retinol ganz lange ausprobiert. Fand ich super. Werde ich mir sicher auch wieder kaufen. Und Niacinamid. Niacinamid ist hier enthalten. Und das ist ein Stoff,
der mir am allermeisten gebracht hat, was die fettige Haut betrifft. Bei der fettigen Haut ist es ja so, dass du eine Überproduktion der Talgdrüsen hast, deine Poren sind größer und das Niacinamid wirkt halt eben ausgleichend. Genauso wie das Retinol auf deine Haut ausgleichend sich auswirkt. Und es war tatsächlich so, ab dem Zeitpunkt, wo ich die Produkte verwendet hatte, hat meine Haut viel weniger gefettet. Das war einfach richtig großartig. Ich habe hier einmal eine Creme, wo Hyaluronsäure mit drin ist. Und zwar hochwertige Hyaluronsäure. Und hier habe ich ein Gesichtswasser, wo Ceramide enthalten sind. Da ist Niacinamid enthalten. Und andere Inhaltsstoffe, die ich jetzt gerade nicht auswendig weiß. Du guckst einfach mal unter dem i, da habe ich beide Produkte schon mal vorgestellt. Und es macht wirklich einen erheblichen Unterschied, was du verwendest. In der Drogerie ist es meistens so, dass die Produkte einfach. Da sind solche Inhaltsstoffe meistens nicht drin. Und wenn, dann sind sie einfach nur zu leicht drin. Und bei der Hyaluronsäure ist es einfach so. Nicht jede Hyaluronsäure ist gleich und die Kombination muss einfach stimmen. Sprich, es gibt Hyaluronsäure, die in die Tiefe geht, es gibt Hyaluronsäure, die einfach oben drauf liegen bleibt und wenn die Kombination da nicht stimmt, dann bringt es natürlich nicht viel. Und so Treatments sind nicht wichtig, aber sie sind schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sie haben meine Haut in der Hinsicht einfach nochmal ein Stückchen weitergebracht. Nur eins lasst euch gesagt sein, Retinol ist reizend für die Haut. Also du musst bei Retinol auch langsam anfangen und gerade wenn du Säuren in Kombination verwendest, verwende nicht beides aufeinander, sondern fang langsam mit den Sachen an. Deine Haut muss sich erstmal daran gewöhnen. Und ich bin super zufrieden mit den Face Theory Sachen. Gerade mit der Creme beispielsweise, die ist einfach grandios. Ich war von Anfang an, war ich zufrieden und von Anfang an haben mir diese Produkte nichts vorgespielt. Ihr kennt das, wenn irgendwelche komischen Stoffe in den Produkten drin sind, die euch irgendwas vorgaukeln, man denkt erst so, wow und boah und so. Das hat man hier nicht. Hier ist es tatsächlich so, dass sich die Haut so ein bisschen dran gewöhnen muss, aber dann hat man wirklich eine richtig gute Haut danach. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, ich habe eine Tageslichtlampe an und sitze vor einem Ringlicht. Das hat natürlich zur Folge, dass das Licht extrem viel schluckt. Aber ich habe schon eine viel bessere Haut genau durch diese Produkte bekommen und eben durch die Ölreinigung. Lass uns über Duftstoffe nochmals reden, weil Duftstoffe sind tatsächlich auch ein Auslöser, dass deine Haut so fettig ist. Die Duftstoffe können deine Talgdrüsen ebenfalls zusätzlich triggern. Ich habe es ja schon am Anfang vom Video gesagt. Und achte bitte darauf, wenn du beduftete Produkte kaufst, das ist manchmal gar nicht so einfach, dass die nicht mit den 26 Duftstoffen gekennzeichnet sind. Und die sind meistens drin, dummerweise. Guck mal unter dem i, da habe ich ein Video gemacht zum Thema. Da spreche ich ein bisschen ausführlicher drüber. Und Duftstoffe in der Kosmetik haben auch einen anderen Effekt. Beispielsweise können sie antiseptisch wirken. Und wenn der Hersteller den Duftstoff für was anderes verwendet, dann hast du trotzdem einen Duftstoff im Produkt drin und er schreibt aber außen drauf ohne Parfüm. Und das darf man in unserer heutigen Zeit. Und das finde ich ein Unding. Also, es ist wichtig, dass man sich wirklich mit den Inhaltsstoffen ein bisschen auseinandersetzt. Ich kenne auch nicht alle, ich weiß auch nicht alles, um Himmels Willen, aber ich weiß inzwischen ein bisschen. Und wenn man sich da ein bisschen einliest, klappt es mit der Zeit ganz gut. Also es gibt 26 Duftstoffe, die eben Unverträglichkeiten auf deiner Haut auslösen können. Das reicht schon, wenn deine Haut irgendwo anfängt, sich zu pellen und das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangssituation, weil wenn du eine schlechte Hautbarriere hast, dann kann die Feuchtigkeit natürlich auch nicht in der Haut drin bleiben und wenn da irgendwo sich irgendwas schuppt, schlecht. Also verträgst du irgendwas nicht, was du verwendest. Daher ist es so wichtig, Duftstoffe gehören vor allem schon gar nicht auf unser Gesicht. Weil die Duftstoffe können eine Hyperpigmentierung auslösen und das möchtest du nicht. Das möchtest du definitiv nicht. Und es gibt wirklich
eine Handvoll Produkte, die eben ohne Duftstoffe auskommen oder nur mild formuliert sind. Und seit ich wirklich von den Duftstoffen Abstand halte, ich habe ab und zu immer mal wieder Produkte, die ein bisschen parfümiert sind, aber es macht wirklich einen erheblichen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen, was da enthalten ist. Und ich habe kein Jucken mehr auf der Haut, was ich damals immer hatte. Also meine Haut war immer so ein bisschen gereizt auch. Und sie fettet nicht mehr so schnell nach. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich habe tatsächlich meine fettige Haut im Griff. Sie ist immer noch fettig. Versteht das nicht falsch. Ich kann damit umgehen. Und ja, sie glänzt zwar jetzt. Das sehe ich ja auch in den Aufnahmen. Aber die ist halt einfach gut gepflegt und sie fühlt sich einfach richtig gut an. Und das ist wichtig, dass du mit deiner Haut umgehen lernst. Du wirst sie nicht verändern können, aber du musst halt einfach wissen, wie du mit deiner Haut umgehen kannst. Und dass Alkohol, Duftstoffe und einfach harsche Reinigungsmittel, mit denen solltest du deine Haut nicht behandeln. Wie gehst du mit deiner fettigen Haut um? Gerne kannst du mir das mal unten in die Kommentare schreiben. Das ist natürlich für die Zuschauer auch ein wichtiger Punkt. Wenn ihr in die Kommentare schreibt, dann könnt ihr euch auch gegenseitig helfen. Und für mich ist es natürlich auch interessant, wie ihr euch austauscht gegenseitig. Also was ihr da genau macht. Wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Ich bedanke mich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.